gestartet. Schon mal so unsicher. Unread inbox messages make me ill. Boah, jetzt geht die Scheiße schon wieder los. Ich krieg die Krise. Ja gut. Oh, warte mit Scarlet Spear. Man kann ja noch was getragen. Oh, das ist fast fertig. Nee, das haben wir bei 23 Stück vielleicht schon mal mehr zu. Inbox messages await the operator. I wonder what they say. Yeah, it's sowieso egal. Alles wichtig. So, das schaffe ich weg. Dann nehmen wir auf den Zeiger. Dann machen wir mal frei. Könnte ein bisschen was neu stecken. Bauen wir als nächstes. Bauen wir halt. Sein. Nee. Scheiße. Ziehen wir halt als erstes mal die Kälte noch ein bisschen hoch. Und dann. Osterhase gibt es etwa irgendwie da jetzt was zu bekommen. Zu Ostern da etwa was. Sechs Alarme. Tage. Ah, mach jetzt nicht.
Is your mod collection in order? No, I am not equipped to feel envy. Durchbrennen. Nee, geht mittlerweile. Maxi, kann ich nichts ballern. Was schlecht ist. Interessant. Nichts Besonderes. Everything in orders? Operator? Is that a pond? I will attempt to bypass this vault. Easy night between the stars for you and me. Was haben wir denn eigentlich noch für... Excellent armaments, operator. Please return covered in light. Safe and sound. Na komm schon. Vorrat, kritischen Treffer 10. Das ist ganz hilfreich. Das ist ganz hilfreich, die Folie. Schöne ist. Ich muss dann mal bei Scarlet's Bier schauen. Minuten. Dann können wir ihn, naja. Kann ich mal kurz hier irgendwas Kurzes machen. Kann ich mich verarschen, jetzt haben wir ja noch so lange es Zeug. Achso, nee, hier Sabotage geht schon. Ah, halt die Sabotage. Ja, knapp mal das raus. Hat ja irgendjemand was Brauchbares dabei. Use that reactant to open the relic. You found the first resource cache. I'm detecting two more faint hints. Keep fighting. Look for more reactant. Target is the reactor. The reactor will have tight security. Watch out for any patrols. Yeah.
relic has been cracked open. Finish your mission to find out what's inside. That's the reactor. Expose its core and destroy it. That's it. Never. Geschütz. Schut. Ja, nimm das. Das bringt mir jetzt nicht. Mission complete. Excellent work, Tenno. The inbox has messages for the operator. Anything about orders in there? Also, was denkt das? Ach, du machst gerade hier Dingsbums Scarlet Spear. Natürlich, ich brauche ja noch ein paar Punkte. Dann lad mal ein. Damit jetzt, ich müsste erstmal wieder rausgehen. Ich kann nämlich bei dir nicht beitreten, weil du nicht in meiner Flottille warst. Jetzt haben wir Raumschiff? Machen wir Raumschiff oder mal? Ich würde sagen Raumschiff, weil da kriegst du mehr Punkte, wenn den vernünftigen Piloten hast. Oder ein vernünftiges Team. Der die drei, die gerade aktiv sind, die machen sowieso vollständig. Das heißt, da kannst du auch nach der Mission rausgehen. Und Bodenmission kriegst du mehr Punkte bei einer Mission. Wenn du in der Bodenmission alle 70 schaffst, kriegst du 4100 Punkte und wenn du in der Raummission alle 5 schaffst, kriegst du nur 3900 Punkte. Ja, ich bin in der Regel in Bodenmission in Teams, da läuft das gegen die 12. Runde oder so quasi zu Ende, also dass es bei, weiß ich nicht, maximal 2000 aufhört. Hingegen bei also der Vollidiotengruppe. Ja, hingegen beim Fliegerzeug bin ich in der Regel bei Gruppen, da hört das irgendwo bei 3000 auf. Außerdem, ich krieg da noch Inhärenzen, die ich benötige. Ja. Also Weltraum. Weil ich bin bei 70 Inhärenzen und bräuchte 128.
warten, weil... Ja, noch 1:38. Ah. Machen wir alle halbe Stunde ungefähr einen Flottenwechsel. Können wir machen. Wegen im Bonus-Payout. Ja, warum nicht? Weil das ist mehr als die Hälfte meiner, meiner Punkte, die ich eingenommen habe. Ist eigentlich, dass mehr Posteingang im Arsch ist. Warframe. Nee. Ja, der bringt mir jetzt ständig eine Nachricht von vor ein paar Tagen, dass ich irgendwie Bonus 7000 irgendwas krieg. Die Nachricht habe ich ja schon gelöscht, die taucht trotzdem immer wieder auf. Das sind keine Dingsbums, keine. Achso, du hast eine Weltraummission vollständig gespielt, oder wie? Nee, ich hab irgendwann mal eine Runde gespielt, da war die Welle zu Ende, also alle 100, und der Bonus war 7000 irgendwas. Und diese Nachricht kommt jetzt ständig. Ich hab die Nachricht auch schon gelöscht, weil die mir auf den Sack geht, aber der Posteingang, der ist gerade ein bisschen verbuggt. Die Nachricht hat sich heute schon 5-6 Mal geöffnet. Vielleicht hast du 5-6 Mal hier so einen Bonus gekriegt. Nee, das ist immer eine und dieselbe Nachricht. Ich habe die auch schon gelöscht, aber die hat sich trotzdem wieder geöffnet. Ah, es geht los. Dann fliegen wir mal. Ich gehe dabei in meine Kanone. Ja. Wir haben einen Mitflieger. Ja. Und noch einen. Ja, hoffentlich haben wir einen dabei, der den Dinger schützt. Chroma und Mesa. Ja, ich sehe schon, das ist eine Gruppe von Damage-Dealer. Macht ja nichts. Die Mesa schießt trotzdem alles weg. Aber ich denke mal, jetzt die erste Mission werden wir Probleme mit Codes haben. Das heißt, der ersten paar. Ah, ja, die müssen auf den Bodenmissionen hier erstmal ein bisschen was hochladen. Satellite to within broadcast range of the Murex. Defend Uplink Satellite. Splinters incoming. Prepare to repel sentience. Satellite in place. Away team. Two are up. Splinter kaputt. Board that Murex. Prepare to receive kill codes from ground side. Aber Killcodes laufen schon rein. Ja, das ist schön. Das heißt, vielleicht muss man nicht ganz so lange warten. Der Mesa nimmt alles weg. Aber unser Schiff wird angegriffen. Möglicherweise ist ein Splinter gelandet. Ich dachte aber, ich hatte den noch gerade so zerstört. Kann sein. Ist egal. Eigentlich so viel direkt.
Kann ich mich auch mal schön, wie ich da mittlerweile habe. Ich kann schon wieder was verbessern. Auf jeden Fall kannst du deinen Schiffskrit verbessern. Ja, die Bodentruppen sind noch etwas langsam. Ja. Ja, das gibt sich dann nicht. Aber ich meine, da sammle ich ein paar Punkte wenigstens für meine Sekundärwaffe, die ich gerade gebaut. Ach so. Für mich lohnt sich steigt für meine Waffe und eine Farmer und das andere Kribbel hier Ding. Der Sperr. Welches Schwert? Meine kritische Dingsbums. Da hatte ich zuletzt hier in Haltungsform neu gebastelt. So. Weiter geht's. Tu mal halt erst Splinters hier beseitigen. Ich hab's Schiff ein bisschen weiter unten gebracht, ein bisschen tiefer im Schiff. Murex. Da darfst du nicht so viel passieren.
fall apart like a wet cake. Die toten Truppen haben aufgeholt. Die Kurs laufen momentan schneller rein. Ja, das sind ein paar mehr zur Bodentruppe. Ich habe mich getäuscht, wir warten wieder, haben wieder auf Kurs gewartet. Ah, wir haben Truppen auf dem Schiff, feindliche. Ah, Schiff hat mitgekriegt. Ich gehe erstmal fliegen. Ja, gute ist. Blockiert gar einer blockiert den Antrieb. Hinter uns ist ein Grenier. Ja, hinter uns, ne, ist jetzt immer eine Kanone nachhält. Irgendeine Landungsjodel. Hörst du Jodeln hier? Ja, aber die ist... Ah, da ist sie. Schön, wenn die da oben feststeckt. Steckt sie gut. So, diese das Ding und dann habe ich schaffe ich es wunderbar, dann habe ich wieder Dingsbums, wieder ein Arkan. Welchen machst du gerade? Ich mach gerade Gift. Fehlen mir noch 5, dann ist das Ding fertig. Mach lieber die teuren zuerst, die sind nämlich besser dran. Arkaner Antrieb gibt dir fast unendlich Energie. Halt, ich bin jetzt gerade hier vorbei. Ja, ich versuche gerade 2 Dinger zu kriegen. Erstmal 2 Dinger voll zu kriegen. Gift, weil ich den drin habe. Unter anderem, ja, momentan noch wichtig ist, dann die Furie, die wird mit dem Mirage besonders wichtig. Ups, war ich. Halt. 13 Schiffe haben wir schon. Boing. Denk dran, du brauchst insgesamt nur 21 von den Dingern dürfen.
Ja, ja. Ja, yeah, jetzt hab ich schon selbst runtergeschmissen. Ein Explosiv-Tisch. Und das Schöne ist, hier kann man auch relativ viele Relikte einsammeln. Zwar nur 1er, 2er und 3er, aber immerhin. Der Witz ist, 1er, 2er und 3er brauchen, also 1er brauchen nicht mehr so wirklich, die schießen gerade durch die Decke. Kann ich raushauen ohne Ende. Zweier genauso. Was ich bräuchte, wären halt eher so die Vierer. Immer noch einer. Einer ist im Antrieb. Jetzt haben wir erstmal Besucher. Ja, dann spreng ich sie halt in die Luft. Ich war total verfranst beim Fliegen. Hier ist viel rote Soße. Ah, da. Blöder ist Disco sentient. Warte mal, Eltern rufen ein. Und was wollten sie? Die Mutti, die bringt mir heute Nachmittag die Tomatenpflanzen. Also. Und heute hab ich keinen Kaffee. Schlechte Vorratshaltung. Beziehungsweise muss ich mal vorreden, schauen, ob ich einen Kaffee habe. Hier genau auf der Plattform. Ja, sorry, ich komme nicht gleich dazu. Ich
Elfer. Irgend so ein Dödel hat mich mit seiner scheiß Explosion aufgehalten. Das musst du dann gewesen sein, weil du kannst nur deine eigenen Explosionen stören. Du kannst dich nur mit deiner eigenen Explosion stören. Ah, jetzt mein Bogen lernen, schöne Scheiße. Dann gehst du eben mit dem Catchen. So, weiter geht's. Ich bin noch Boden, Bodenmunition. Raketenbombardierung. Auf dem letzten. Aha, da rennt angeblich. Das ist ein geiler Grafikbug. Da rennt angeblich bei mir ein Frame im Weltall. Warte. Idioten hier loswerden. Ja. Erstmal. Oh, hier sind ja immer noch welche. Ich fange schon mal an. Ding einfach öffnen, hoffen wir mal, dass es wird. Sonst kommen wir immer noch zurück. Zurück kannst du ja auch so jederzeit. Ja, da ist gerade einer umgefallen.
falsche Richtung. Oh, mein Nullstand ist alle, na gut. Kann den Nullstand alle werden. Negativen Reichweite. Nicht null, aber ich komme oft genug nah an die Gegner ran. Dann werden die trotzdem aufgebraucht. Lass mal deine Disco-Kugel hier los. Das ist die Ablenkung schon. Ein Code. Fertig. Ach. Schnell zur Flotte zurück. So. Scheißegal. Drei Neunen, das hier ist wieder 2.